Der ehemalige Lehrer Typhoon Taylor hat in einem Interview mit Focus Online seine kritische Sicht auf das deutsche Bildungssystem dargelegt. Zitat: Für mich ist es ein Unding, wenn man Kinder mit den unterschiedlichen Sprachen in einer Klasse zusammenführt, erklärte Taylor, als es um das Thema Migration geht. Er plädierte dafür, dass Nichtmuttersprachler zuerst separat auf ein angemessenes Sprachniveau gebracht werden, bevor sie in den regulären Unterricht integriert werden. Taylor, der selbst einen Migrationshintergrund hat, betonte, dass das deutsche Bildungssystem sich an der Lebensrealität der Menschen orientieren müsse. Zitat: Das System gehört reformiert komplett, sagte er Focus Online. Es sei notwendig, ein neues System zu entwickeln, das die genannten Probleme berücksichtigt. Zudem kritisierte er die Tatsache, dass der Schulstoff heutzutage darauf ausgelegt ist, dass viel zu Hause auf- und nachgearbeitet werden muss. Dies stelle ein Problem dar, da nicht alle Eltern die Möglichkeit haben, ihre Kinder dabei zu unterstützen. Zitat: Wenn wir Chancengleichheit wollen, muss sichergestellt werden, dass das, was geleistet werden soll, während der Schulzeit vor Ort erbracht werden muss, so Taylor.